Hallo und herzlich willkommen beim Beagle und The Last of Us. Ja Leute, neben Uncharted ist auch dieses einer der Spiele, auf die ich mich so freue. Ich habe richtig Bock, The Last of Us mit euch zu spielen. Denn dieses Spiel ist literally perfekt. Ich will nicht lügen, auch hier gibt es natürlich Sachen, wo man sich denkt, oh come on. Aber dieses ganze Ding, dieses ganze Spiel ist so heftig rund. So geil. Von der Musik, Inszenierung, Story, Personen. Einfach alles. Es ist perfekt. Ich meine, hört euch jetzt schon die Musik an. Ja, ich bin ein kleines Fangirl von The Last of Us, auch von allen Naughty Dog-Spielen. I don't care. Denn ich mach das. Ich hab recht damit, dass es geil ist. Es hat auch, meine ich, ein Game of the Year Award bekommen. Ich bin mir nicht sicher, das müsste ich immer nachgucken. Aber erstmal ein paar Eckdaten zu The Last of Us. The Last of Us ist 2013 erschienen, wurde von Naughty Dog entwickelt und von Sony gepublished, ist damit wie jedes Naughty Dog Game bis jetzt ein Sony-Exklusivtitel. Mir ist jetzt spontan entfallen, dass sie Uncharted 4 völlig sinnbefreit auf PC gebracht haben. Also nicht, dass es auf PC im Generellen kommt. Aber was will ich mit 4, wenn es noch 3 andere Teile gibt? Naja, ich rieche Kohle. Ich rieche Kohle. So, und bevor ich jetzt anfange, ist es denn jetzt Game of the Year Spiel? Ja, es ist in der Tat Game of the Year. Es gibt nämlich eine Game of the Year Edition. Dup, 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 dup. Warte mal, steht hier auch irgendwas? Nein. Auf jeden Fall spielen wir hier die Remastered-Version für PlayStation 4. Ist 2014 rausgekommen. Da gab es damals ein bisschen Boho drum. Weil, wie, das Spiel ist doch letztes Jahr erst rausgekommen. Wozu brauchst du eine Remastered-Version? Das Ding ist, The Last of Us ist heftig spät für PlayStation 3 erschienen. Da war PlayStation 3 eigentlich schon, ich sag mal, am Niedergehen. Und PlayStation 4 hat so die Runde gemacht. Nicht lange darauf habe ich nämlich auch PlayStation 4 bekommen. Und man wollte sich das halt auch einfach nicht nehmen lassen, den Leuten auf PlayStation 4 zu zeigen, was da noch mehr drin ist. Und das ist schön. Man merkt es. Also es sieht noch schicker aus als auf PlayStation 3. Und diese Version spielen wir aber auf PlayStation 5, weil ich den Controller einfach so geil finde. Jetzt habe ich aber immer noch nicht rausgefunden, wann es zum Game of the Year gemacht worden ist. Egal. Es ist auf jeden Fall Game of the Year. So viel kann ich sagen. Und es gibt einen zweiten Teil, den machen wir auch. DLC. Ich werde das DLC, denke ich, separat machen. Ich könnte es so in die Handlung einfügen, dass es einfach Handlung ist in dem Spiel. Das haben sie nämlich auch leider gemacht. Ist aus der Handlung rausgeschnitten und als DLC verkauft. Mache ich aber nicht. Es wird als DLC kommen. Vielleicht parallel zu dem Zeitpunkt, wo es hätte im Spiel sein sollen. Das muss ich mal gucken. Da plane ich soweit gar nicht. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Nein, nein, wir möchten ein neues Spiel. Auf normal. Einen neuen Spielstand. Und los geht die wilde Reise. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein,
Wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? So. Wir sind Sarah. Haben die beiden nicht ein wirklich süßes Verhältnis? Ich finde es so schön inszeniert einfach nur. Man merkt einfach, dass die beiden sich da offensichtlich im Moment ohne Mutter, zumindest haben wir sie jetzt nicht gesehen, ein richtig schönes Leben aufgebaut haben. Verdammt, ich habe mich total vergessen. Congratulations. Au, oh, Dude. Lieber Papa, alles schön, du bist nie da. Ah, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre, du verarscht. Oh Gott, Leute. Okay. Schon so verloren. Okay, Tiefluft holen. Ich fange am besten einfach nochmal komplett von vorne an zu lesen, als wäre nie was gewesen. Er verarscht die Filme natürlich auch nicht. Jetzt muss ich länger machen, weil ich einen Lachkrampf hatte. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Ich hab dich lieb, Sarah. Oh, geschnappt. Du verarschst die Filme, die ich mag. Ey, ja, Leute, was soll ich sagen? Ah, guck mal an. Das funktioniert nicht. Oh, guck mal, was da Schönes hängt. Das ist tot. Sarahs Bilder. Was haben wir? Dawn of the Wolf. Twilight für Arme. Who cares? Weiter geht's. Ich find's süß, wie schlaftrunken sie halt noch ist. Dad? Ein Nachtlicht, das ist ja niedlich. Was haben wir denn da? Eine Zeitung auf Klo. Höhere Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern.
Anstieg von 300% aufgrund mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Kann man irgendwas? Nein, kann man nicht. Ja, Leute, das klingt nicht so geil. Also, wenn ich das in meiner Zeitung lesen würde, würde ich ein paar Bedenken haben. Abseits dessen, dass ihr Vater anscheinend ihre Filme verarscht. Bei Dawn of the Wolves kann ich es vielleicht sogar verstehen, der Titel schon. Bist du hier? Dann, wo bist du? Alter, wie schlampig Joel ist. Es ist in der Nähe. Aha. Ja, das ist sehr nah. Oh Leute, das ist mir viel zu nah. Wir gehen unseren Daddy jetzt einfach mal suchen. Komm schon. Dad? Übrigens, damit haben wir das geklärt. Lachkrampf war... Ach nee, ich gehe zurück in mein Zimmer. Lachkrampf ist da, schon direkt im ersten Part. Und damit ist das Thema durch, ja? Wie in jedem meiner Let's Plays. Markenzeichen des Spiegels, sie kriegt ihr neben Let's Play einen Lachkrampf. Kann ich hier noch was nachgucken? Ah, sie geht ein bisschen schneller. Die wohnen echt nicht schlecht, ne? Ein Telefon hat er nicht mit. Das ist schlecht. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Tommy. Ruf an. Bin auf dem Weg. On my way. Tommy ist also da. Oder noch nicht ganz da, aber auf dem Weg. Was haben wir denn hier? Ich komme heute später nach Haus. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Papa. Aber er war doch schon da. Ah, egal. Ach, das war noch die Notiz von dem Abend. Oh nein! Das haben wir nicht gehört. Der Hund lebt noch. Oh, Daddy. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Kann ich mich bewegen? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Ah, okay. Irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Mhm. Das stimmt nicht mit ihnen. Okay. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein. Geh. Geh. Ihn erschossen. Sarah, indeed. Ihn morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Die Zeilen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Oh, ich kann mich umgucken. Später. Ein Bruder, auf den man sich verlässt. Oh. Er hat direkt an seine Nichte gedacht. Ja, klar doch. Da hätten wir die Explosion. Wir entfernen uns davon. Ich frage mich halt, warum kein Handy? Die Funkmasten können sie ja schlecht schon zerstört haben. Naja. Oh, lass mal Tommy gucken. Hey, Tommy. Man sieht ihn gar nicht richtig. Na gut. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Oh, wow. Ja. Tommy, Language. Ja. Bei sowas quatsche ich übrigens, weil das ist nicht wirklich eine Zwischensequenz, sondern wie ihr seht, ich gucke mich um. Das passiert nicht nur warte, ich will gucken. Jetzt schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Tja, wie mit Corona, ne? Das ist Louis Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Corona war erst in China und dann in anderen Ländern und dann. Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Ah, okay. Hat er in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay.
Ich weiß noch, 2019 war es, meine ich. Teufel, machst du? Fahr weiter. Nee, 20. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, Tommy. Okay. Da war ich, im Januar, März, zwischen Januar und März hat man noch von Corona gehört. Da hat man noch nicht so ganz geglaubt, dass das hier in Deutschland ankommt. Ein paar haben dran geglaubt, viele nicht. Ich war dann im Krankenhaus, weil ich ein Magenproblem hatte. Und als ich rauskam, war einfach alles in Quarantäne. Und da waren schon die ersten Maßnahmen. So schnell kann es gehen. Ich bin beunruhigt, dass Sarah nicht angeschnallt ist. Tommy, Scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Dreh hier. Ich finde, Joel ist erstaunlich entspannt, würde ich mal sagen. Handy weg. Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr. Ja. Scheiße. Das ist große Scheiße, Leute. Daddy? Hey. Zurück, Kleines. Zurück. Oh, ich bin schon wieder dran. Entschuldigt, Leute, aber damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt sind wir Joel. Tommy, ey. Ehren-Tommy. Ja, schnell, mach. Oh, nicht gut. Das kommt davon, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Wer bist du, Sven? Okay. Dann rennen wir dem mal hinterher. Oh Gott, ey. Ja, Tommy, ich weiß. Nein. Ach, Scheiße, ey. Leute, das ist. Oh Gott. Oh. Ja, bin dabei. Tommy, das ist gar nicht so leicht. Ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Leute, der brennt. Der brennt. Ja, Leute, das Spiel ist definitiv nicht zu schwache Nerven. Stellt euch vor, das ist eure Heimatstadt. Oh Gott. Noch mehr. Okay. Ja, ich weiß, Tommy, ich bin schon da. Kannst du bitte hinne machen? Ja, ich bin da. Alter, mein Kind. Okay. Oh Gott. Oh nein, da muss ich hin. Ja, ich weiß. Oh, ihr seid hinter mir. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Onkel Tommy? Wir werfen uns dort. Mach schnell. Ehren-Tommy, schon wieder. Gott, Leute, ohne Tommy wäre es Joel und die Kleine schon längst tot. Vor allem, da sie verletzt ist. Oh, es ist das Feeling, die sind direkt hinter mir. Wenn ich mich jetzt umdrehen würde, wäre ich tot. Ich weiß. Oh Gott. Nervenkitzel. Oh Gott. Ich sehe die Schatten. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp! Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay.
Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh Gott! Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Leute, ganz großes Storytelling, wenn man auch nach 9 Jahren hier sitzt und, ja, Pipi im Augen hat. Panik verbreitet sich weltweit. Obwohl ich ja wusste. Nach dem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Jetzt haben wir auch heulen im Let's Play. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Das machen wir jetzt noch. Sommer. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Musik.
Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Aber nicht mehr diese Folge, Leute. Nicht mehr diese Folge. Wir haben nämlich schon überzogen. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Leute, es nimmt mich jedes Mal wieder aufs Neue mit, wenn Sarah stirbt, obwohl ich es ja weiß. Aber es ist so geil inszeniert einfach, dass es einem das Herz bricht, wenn sie da stirbt. Und obwohl man die Kleine ja auch gar nicht kannte, haben sie es innerhalb dieser kurzen Zeit einfach geschafft, dass man diese Empathie hat. So auch mit Joel. Gucken, wie der gut aussieht. Hier, den hier meine ich. Den hat das sehr mitgenommen. Er ist nicht schlecht. Er ist in den, ich glaube, 20 Jahren ist es, nicht gut gealtert. Und er hat, weiß Gott, was erlebt. Wird nicht besser geworden sein. Wie findet ihr es mit The Last of Us? Ich bin so begeistert, das mit euch zu spielen. Verratet es mir mal. Hat es euch emotional gepackt oder nicht? Hinterlasst mir da gerne einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann gehen wir erstmal Robert ein bisschen was klatschen. Der hat die arme Tess, wobei Tess kann sich ganz gut wehren, ne? Schaltet gerne nächste Mal ein und habt bis dahin noch einen guten Tag. Haut rein!